Sometimes Faceless. Eine Fanfiction von Nego Theater Maui. Noah und andere Eskapaden meiner Vergangenheit. Als etwa eine halbe Stunde später auch Manu aufwachte, registrierte er die Namen zuerst nicht. Vielleicht wollte er sie auch nicht sehen. Er fragte mich nicht danach. Er akzeptierte es einfach. Und das war für mich genauso in Ordnung. Und sehr viel angenehmer als das langatmige Erklären. Denn schlussendlich konnte ich kein wirkliches Wort dafür finden, wie ich mich fühlte, wenn ich die Namen sah. Wie ich reagierte, wenn mir das Blut über den Arm rann. Dafür gibt es kein Wort. Am ehesten würde es wohl Erleichterung treffen. Und Schrecken, Schock, es waren zu viele Wörter. Viel zu viele unterschiedliche Gefühle. Irgendwann wachte schließlich auch Maurice auf. Er dachte sich wohl etwas Eigenes dazu. Er kannte mich vermutlich besser als ich mich selbst. Aber ich konnte, und vielleicht wollte ich es auch nicht, ihm nicht verzeihen, dass er für mich nicht da gewesen war, als ich ihn am dringendsten brauchte. Es war schön, dass er so lange bei mir gewesen war, aber womöglich, wenn er geblieben wäre, hätte ich niemals mit all dem angefangen. Er hatte mir meine Kindheit verschönert, aber die harten Jahre meines Lebens getrost ignoriert. Sammy, können wir reden? Marie stand hinter mir. Ich richtete mich auf, erhob mich aus dem Sessel und nickte. Klar, hier oder könnten wir in mein Zimmer? Ich nickte und folgte ihm. In seinem Zimmer setzte er sich auf sein Bett und klopfte auffordernd neben sich. Eine eher unangenehme Stille breitete sich aus. Was ist alles passiert, als ich nicht mehr da war? Wie ist es zu allem gekommen? Und bitte ehrlich. Er deutete auf die Narben. Daher wehte also der Wind. Er wollte sich außerhalb der Schuld wissen. Da muss ich dich leider enttäuschen, Maurice. Ich kann nicht lügen. Besonders nicht, wenn du mich nach der Wahrheit fragst. Dann musst du sie auch ertragen. Meine Zunge klebte an meinem Gaumen. Als wollte sie mich daran hindern zu sprechen. Aber ich sprach. Als du umgezogen bist, war ich an einem Tiefpunkt. Verwehrte noch nicht an einem Tiefpunkt. Es war exakt der Zeitpunkt, an dem meine Eltern wieder öfter zu Hause waren. Aber ich fühlte mich immer unwohler. Das Haus, in dem ich groß geworden bin, fühlte sich einfach nicht mehr wie ein Zuhause an. Ich war gefangen in der Welt, die ich nicht mehr tragen wollte. Ich begann zur Klinge zu greifen. Einfach als Flucht vor den inneren Schmerzen. Es war nur ein kleiner Vorgeschmack. Nichts war mal wie vorher. Ich wurde 12. Meine Eltern schenkten mir eine Xbox. Alles war gut und die heile Welt wieder halbwegs aufgebaut. Jedenfalls übersprang ich eine Klasse. Ich kam in die 8. Klasse. Ich musste nicht sagen, wie die anderen mich angesehen haben. Ich habe mich immer mehr zurückgezogen. Langsam aber sicher wurde ich mir sicherer, dass da irgendetwas war. Später fand ich heraus, dass dieses Etwas meine Depression war. Was zuerst eine Lustlosigkeit und Motivationsverlust war, steigerte sich. Aber das passierte erst später. Wie gesagt, anfangs war es einfach nur Lustlosigkeit. Ich nahm ab. Ich dachte mir, vielleicht akzeptieren mich die anderen ja, wenn ich hübsch bin. Aber manchen Menschen kann man es nicht recht machen. Ich hungerte für Leute, die es nicht einmal wert waren, von mir angesehen zu werden. Irgendwann bemerkte meine Mutter dies. Sie dachte, ich sei magersüchtig, was noch nicht einmal wirklich selten in meinem Alter war. Sie zwang mich zu essen. Aber letztendlich war sie nicht oft genug dafür da. Also wurde ich noch magerer. Ich verbrachte jeden Nachmittag vor meinem Handy und habe auf irgendetwas gewartet. Ich habe auf Video-Uploads gewartet. Meine Eltern haben gesehen, wie gut es mir tat, diese Videos zu sehen. Also haben sie sich entschlossen, einen Fernseher in mein Zimmer zu stellen, auf dem ich die Videos sehen konnte. Meine Eltern wollten immer nur das Beste für mich. Jedenfalls wurde ich 13. Ich kam in die 9. Klasse. Ein Mädchen kam ebenfalls neu in die Klasse. Ich mochte sie von Anfang an. Und zwar egal, was die anderen über uns dachten. Solange wir uns hatten. Ein Jahr lang. Dann war sie weg. Maurice unterbrach mich. Was ist mit dir passiert? Sie hat sich umgebracht. Sie meinte nicht, damit leben zu können.
Ihr Vater schlug sie, da sie lesbisch war. Sie hat mir einen letzten Brief geschrieben, in dem sie alles erklärte. Es ist das Letzte, was ich von ihr bekam. An dem Tag war sie krank, oder auch nicht. Sie kam nicht in die Schule. Die letzten beiden Stunden entfielen und so kam ich früher nach Hause, fand den Brief und rannte zu ihrem Haus. Sie hatte mir verraten, wo der Notfallschlüssel lag. Als ich reinkam, stand die Tür zum Bad offen. Und da lag sie, neben ihr ein Messer. Sie hatte es beendet, unter all ihre Leiden einen Schlussstrich gezogen. An dem Tag war ich wie betäubt und auch an all den folgenden. Ich war unfähig zu weinen. Es ist schlimm, wenn ein Freund bzw. eine Freundin stirbt, wenn er oder sie noch so viel Zeit zu leben hat. Aber wenn man weiß, man hätte es verhindern können, ist es noch schlimmer. Als ich wieder halbwegs klar denken konnte, habe ich es auch versucht. Aber du ahnst gar nicht, wie schwer es sein kann, sich umzubringen. Ich wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Lange Zeit habe ich einfach nur auf meinen Tod gewartet. Aber der Tod mag mich nicht, Maurice. Der Himmel hat mir einen weiteren Engel geschickt. Noah, er hat alles mitgemacht. Jedes Video mit angeschaut, das ich sehen wollte, auch wenn es ihn nicht interessiert hat. Wenn ich nachts geweint habe, ist er aufgewacht und hat mich getröstet. Eigentlich sollte ich danach in die Psychiatrie, aber meine Eltern engagierten einen Psychiater für mich, der mich zu Hause besuchte. Noah war der Erste, der mich auf die Idee gebracht hatte, YouTube zu machen. Ich hätte alles für ihn getan. Ich habe ihn nicht geliebt, verstehe mich nicht falsch, aber er war immer für mich da. Obwohl seine Prognose schon lange hatte, lächelte er mich jeden Tag an und redete glücklich mit mir. Er hatte 2, höchstens 3 Monate. Aber immer, wenn ich ihn auf Suizid angesprochen habe, lächelte er nur und sagte, das weiß ich noch genau. Fermi, wenn ich mich umbringen würde, würde ich meinem Leben auf den Kopf scheißen. Meiner Familie, meinen Freunden. Alle warten darauf, dass ich gesund werde. Ich versuche, ihnen keine Hoffnung zu machen. Ich habe schon lange mit dem Tod abgeschlossen. Aber ich will meine Leiden nicht beenden, sondern mir die letzte Zeit so schön machen, wie es überhaupt geht. Das hat mich immer beeindruckt. Als ich aus der Klinik kam, fing ich mit YouTube an. Eine Woche später schrieb mich sein Bruder an. Er sagte, Noah wäre tot. Er hätte gerade ein Video von mir gesehen, als er eingeschlafen war. Noahs Bruder wollte sich mit mir treffen, über Noah reden. Er konnte nicht mit seinen Eltern reden, nicht mit seinen Freunden. Also vertraute er sich mir an. Er war nicht nur Noahs Bruder. Er sah 1 zu 1 aus wie er. Er sagte mir, er könne nicht mehr in den Spiegel sehen, müsste immer öfter weinen. Er sagte, er wolle sich umbringen. Und dann habe ich ihm das gesagt, was Noah immer zu mir gesagt hatte. Wir halfen uns gegenseitig, wurden sehr gute Freunde. Wenn nicht sogar Beste oder mehr. Aber ich habe mich nicht in ihn verliebt. Nicht, dass du das denkst. Aber er war immer freundlich und der Schwarm eines jeden Mädchens. Er sah es wirklich gut aus. Das tut er immer noch. Jedenfalls verarbeiteten wir gemeinsam Noahs Tod. Bald konnten wir wieder lächeln. Er schlief öfters bei mir in meinem Stockwerk. Wir waren nach Leas Tod umgezogen. Das alte Haus fühlte sich nicht mal wie ein Zuhause an. Außerdem war die Firma meiner Eltern expandiert und sie verdienten deutlich mehr. Waren allerdings noch seltener daheim. Mein Kanal ist irgendwie explodiert, aber das hast du ja mitgekriegt. Ich glaube, ich habe einen der rasantesten Aufstiege in der YouTube-Geschichte hingelegt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich im August erst 17 werde. Und das war wohl das Wichtigste, das bisher passiert ist. Nein, das war es nicht. Bewusst hatte ich eine wichtige Sache ausgelassen. Meinen Rückfall. Umarmung. Ich knetete meine Hände. Niemand sagte etwas. Maurice rutschte etwas näher an mich heran und nahm mich in den Arm. Es tut mir so leid, ich wusste nicht, dass es so schwer für dich war. Warum hast du mir nichts gesagt? Meldete ich mir das ein oder konnte man dann Täuschung aus seiner Stimme heraushören? Ich zuckte mit den Schultern. Du warst nicht da, du hättest eh nichts ändern können. Dein Abi stand an, da waren deine Freunde... Weiß nicht. Seine Schultern bebten. In seinen Augen bildete sich ein Tränenfilm. Hey, nicht weinen.
Ich wischte mit meinem Daumen über seine Wange. In seiner Umarmung zerquetschte er mich fast. Alles gut. Ich strich über seinen Hinterkopf. Es war kein Geheimnis, dass sie mich verändert hatte. Dass ich Gefühle nicht mal so schnell zuließ. Nichts ist gut von mir. Ich hätte für dich da sein sollen. Das ist alles meine Schuld. Nichts ist deine Schuld. Wenn, dann ist es meine. Ich wollte dir nichts sagen. Ich habe mich verletzt. Ich habe meine Freunde vergrault. Nicht du. Du bist an gar nichts schuld. Ich war so egoistisch bei mir. Ich hätte mich um dich kümmern sollen. Seine Stimme erstarb. Unsicher, ob ich das jetzt wirklich tun sollte, auch wenn ich es früher getan hatte, küsste ich seinen Scheitel, wenn man das bei ihm so nennen konnte. Du bist eine der selbstlosesten Personen, die ich kenne. Du kanntest sie gar nicht um mich kümmern. Dein Abi stand an, dein Kanal ist gewachsen. Du hattest weiß Gott genug um die Ohren. Hättest du all das gewusst, hättest du dich auf nichts konzentrieren können. Außerdem weißt du es ja jetzt. Es ist alles gut, Ries. Er sah auf. Seine Augen waren vom Weinen gerötet. Überlegend legte er seine Stirn in Falten. Du hast mich schon ewig nicht mehr Ries genannt. Gefällt's dir nicht? Doch, nur alle meine Freunde nennen mich Dado, Maurice oder Maori. Niemand hat überlegt, mich Ries zu nennen. Dann ist das mein Spitzname für dich. Außerdem passt der Name doch zu dir. Er lächelte schwach. Ich hatte nie einen Spitznamen für dich. Jedenfalls nicht außerhalb des Teamspeaks. Ich hätte dich zwar auch bei mir genannt, aber du willst ja so gar nichts deiner Community verraten. Nicht mal deinen Geburtstag oder Namen. Du sagst deinen Namen auch nicht. Daraus sind schon ein paar seltsame Situationen entstanden. Alle sind so richtig ausgerastet, als Herr das Blatt immer gesagt hat. Deswegen habe ich meinen niemanden gesagt. Und das sollte eigentlich auch so bleiben. Ich wusste ja nicht, dass du Besuch hast. Eigentlich sollte alles von mir ein riesiges Mysterium bleiben. Er lachte. Ich hab dich lieb, Familie. Ich dich auch, Ries. Eine angenehme Stille entstand. Er kuschelte sich in meine Halswirbel und ich spielte mit seinen dunkelblonden Strähnen. Es war ein wunderschöner Moment. Ich wollte ihn in meinem Herzen einschließen und für immer aufbewahren. Singst du eigentlich noch? Er spielte auf meinen 5-jährigen Gesangsunterricht an. Nicht mehr. Irgendwie traurig. Ich habe einfach nicht mehr die Lust dazu und singen kann ich auch unter der Dusche. Außerdem muss ich das Gamer-Vorurteil noch ein bisschen bedienen. Ich würde das Gamer-Vorurteil irgendwie so als fett, faul und fade einstufen. Du bist all das nicht. Du bist nur unendlich blass. Sogar noch blasser als Manu und der hat mich schon überrascht. Oh, du bist so süß. Ich frag mich immer noch, warum du keine Freundin hast. Seine Wangen färbten sich rosa. Dann wurde sein Blick trübe und er senkte seinen Blick. Auch sein Lächeln verblasste. Ich muss dir noch was sagen. Ich erwiderte nichts. Das klang gar nicht gut. Als er nichts mehr kam, legte ich meinen Kopf schief und sah ihn fragend an. Er rang mit den Worten. Ich weiß auch nicht, wie ich dir das sagen soll. Maurice Daniel Durst, du sagst mir sofort, was los ist, oder aber ich muss handgreiflich werden. Er schmunzelte leicht. Was ist denn? Du weißt, dass du mit mir über alles reden kannst. Ich schwacke wie ein Grab. Gamer Ehrenwort. Das ist alles nicht so leicht. Ach komm schon, ich werde dich niemals verurteilen. Ich konnte den Zweifel in seinen Augen sehen. Ich bin vielleicht schwul, ich weiß es auch nicht so genau. Ich blinzelte. Wie bitte? Ich habe rein gar nichts verstanden. Kannst du das nochmal sagen? Bloß diesmal langsam? Ich wusste, wie viel Überwindung es ihn kosten musste. Na gut, ich wusste es nicht. Ich sah es in seinen Augen. Er holte tief Luft und wiederholte seinen Satz. Ich bin schwul, glaube ich. Ich weiß ja nicht, wie genau sich so etwas anfühlt. Ich weiß nur, dass ich noch nie wirklich in ein Mädchen verliebt war und Jungs irgendwie attraktiver finde. Bitte verurteile mich jetzt nicht. Warum sollte ich ihn jetzt verurteilen? Ich war doch auch bi, oder? Warte mal, ich hatte mich ja noch gar nicht vor ihm geoutet.
Etwas bedrückt meinte ich nun, naja, du bist vermutlich nicht der Einzige, der was loswerden muss. Nun war er an der Reihe, mich fragend anzusehen. Ich setzte mich auf, atmete tief durch und sagte, ich bin bi, also bisexuell. Du weißt ja hoffentlich, was das bedeutet. Er lächelte. Es ist doch toll. Solange du die Liebe deines Lebens findest, es ist doch egal, welches Geschlecht er oder sie hat. Ich schlug ihm lachend auf den Kopf. Dann akzeptiere du das doch erstmal. Er wurde rot. Ja gut, ich werde es versuchen, aber wie hast du rausgefunden, dass du bi bist? Ich zuckte mit den Schultern. Ich wusste es irgendwann einfach. Naja, du weißt schon, leer und so. Vielleicht war da ja doch ein wenig mehr als nur beste Freunde. Ich mochte sie wirklich, weißt du? Sie war mir extrem wichtig und je mehr ich darüber nachgedacht habe, wurde es mir immer klarer. Das Kribbeln, wenn sie mich anlächelte, ihre Art, mich alle Sorgen vergessen zu lassen und nur für den Moment zu leben. Das Bedürfnis, ihn nie mehr gehen zu lassen und einfach zu küssen. Klar, dich anfangs als Probleme, das zu akzeptieren. Aber das ist, glaube ich, normal, ne? Ich lächelte. Dieses Gespräch hatte Rhys und mich vermutlich noch mehr zusammengeschweißt, als wir es schon waren. Ich fühlte mich einfach nur großartig. So, dieser Part war etwas kürzer, weil ich vielleicht nicht entgangen ist. Und der Part danach wird nochmal kürzer. Vielleicht kommt er morgen, je nachdem, wie ich das hinbekomme, mit meinem Freund dieser Rauschreduzierung. Danke an dich einmal, nicht. Aber, ja. Und danach kommt ein ganz langer Part, nämlich sind das die finalen 6 Kapitel. Das waren doch 6 Kapitel, oder? Die halt in einer Lesenacht hochgeladen wurden, oder will ich das halt auch zusammen hochladen. Und damit wurde halt dieser Band abgeschlossen. Was danach kommt, weiß ich noch gar nicht so genau, da guck ich mal. Aber, yay! Und, ja. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass danach irgendwann, wenn ich es endlich mal fertig habe, nach 100.000 Monaten, etwas kommt, was in der Tat kein Let's Read ist, aber naja. Es geht um, naja, gut. Ich rede so viel Scheiße an einem Tag. Okay, dann würde ich sagen, schaut bei Shizana Neko und Neo Theater Maui vorbei, lasst Kritik da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!